in der Klinik am Südring. Auf der Intensivstation erreicht Dr. Charlotte Engel und Schwester Leandra einen Notruf aus der Chirurgie. Dort ist eine junge Frau auf dem Stationsflur kollabiert. Wer sie ist und was sie dort wollte, ist völlig unklar. Ja, wir sind sofort da. Ja, okay, wir sind um die Ecke. Also müssen wir mal gucken, ne? Was uns hier... Ach, guck mal, okay, hallo. Wunderbar. Hallo. Hey. Ja. So, was passiert? Ja, also es ist hier umgefallen, es ist keine Patientin von uns. Ich weiß jetzt nicht, wo sie dahin war. Der Blutdruck liegt bei 100 zu 80, habe ich jetzt gerade gemessen. Soll ich mich anschließen? Blutzucker ist doch, bei 520. Habt ihr gehört? Blutzucker ist bei 520. 520, ja. Dann wird das wahrscheinlich die Ursache. Das ist aber nicht... Hallo, machen Sie einmal die Augen auf, bitte. Namen konnte ich noch nicht richtig erfragen. Und sie ist hier zu Besuch, ja? Ja, ich glaube, also sie ist okay. Auf jeden Fall keine Patientin. Einfach umgekippt? Ja, genau. Also, ich war da vorne und umgefallen. Okay. Aber Puls ist auch tastbar. Ach, ein Geschenk hat sie mit wahrscheinlich. Genau, ich denke, das ist irgendwie angehörigemäßig, ne? So, können Sie mal uns Ihren Namen sagen? Hallo? Ich muss mal eben unter ihr Oberteil. Paula, okay, super, reagiert. Nicht erschrecken, ja? Okay, wo ist denn euer Arzt? Ja, der ist natürlich beim anderen Notfall. Wie okay, das ist immer. Ist ja nicht schlimm. Also, gehen wir eben hier runter. Hallo, Herr Heuss. Hallo. Also, kennen Sie die Patientin? Ja, ich kenne so, Patientin ist angekabelt. Sie kennen sie? Ich kenne sie. Aber Sie dürfen nicht aufstehen mit Ihrem Bein, das wissen Sie schon, ne? Also, das ist echt gefährlich. Ihr seid ja bei ihr, ja, dann hol ich ihn mal eben raus. Okay. Sie gehen zusammen in die Schule. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 18 auch. Okay. Das ist meine Klassenkameradin, ist auch 18. Ja. Und hat seit der Grundschule Diabetes schon. Okay, das heißt aber normalerweise kommt sie damit gut zurecht. Normalerweise doch. Weil sie hat jetzt einen exorbitant hohen Wert. Ein so hoher Blutzuckerwert kommt eigentlich nur bei unerkanntem Diabetes vor. Unsere Patientin litt aber schon seit rund 10 Jahren an Diabetes und sollte auch sehr erfahren eigentlich mit dem Messen und dem Spritzen sein. Deshalb standen wir vor einem großen Rätsel, wie es zu diesem exorbitant hohen Wert kommen konnte. Wir nehmen Sie mit. Ja, ne, Leandra, wir nehmen Sie mit. Paula, wie heißen Sie denn mit Nachnamen? Binder. Binder, Frau Binder, ne? Sie haben Diabetes? Ja, okay. Sie haben jetzt einen ganz hohen Blutzuckerwert. Ja, wir müssen den senken mit Insulin. Okay, das machen wir jetzt. Wir nehmen Sie mit auf die Intensivstation. Okay, wer packt wo an? Ich nehme den Kopf. Ja. Okay, bei drei? Ja. Eins, zwei, drei. Super, okay. Ein bisschen hoch noch mal bei drei. Eins, zwei, drei. Hopp. Okay, ja, wunderbar. Alles klar. So, okay, aber soweit stabil. Vielen Dank, Clara. 50. Gut, Frau Binder, wir kümmern uns um Sie, ja? Das ist Ihre Tasche. Alles gut, alles gut. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Okay, da war da noch irgendein Geschenk. Ja, danke schön. So. Okay, vielen Dank. Ich melde mich später, ne? Später. Clara, du hältst was. Also, dann machen wir einen Insulinperfusor fertig, ne? Ob sie in ihrer... Ist Ihnen schlecht? Ha? Ist das Übel? Okay so mit dem Kopf? Ja. Sollen wir es ein bisschen höher machen, das Kopfteimer? Komm, falls aber jetzt was kommt. Ne? Ah. Hallo? Paula, das ist meine Schwester. Paula! Das ist Ihre Schwester? Ja. Ah, sehr gut, okay. Was ist los? Aber wir müssen jetzt trotzdem weiter. Wir können Ihnen alles erklären. Kommen Sie mal mit rein in den Aufzug. Paula! Dr. Charlotte Engel hofft, von der älteren Schwester der Patientin Auskunft zum Umgang mit deren Diabeteserkrankung zu erhalten. Doch zuvor muss der lebensgefährlich hohe Blutzuckerwert der 18-jährigen Paula wieder in einen Normalbereich gebracht werden. Frau Binder, ne? Ihre Werte sind soweit echt gut. Und BZ ist gesunken. Der Blutzucker sinkt schon. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, Sie sind auf Station. Ich glaube, Sie wollten Ihren Freund, wie heißt der, das weiß ich leider nicht, der, der gerade auf der Chirurgie liegt, besuchen. Sie haben nämlich ein kleines Geschenk auch mit, ne? Und dann sind Sie umgekippt. Und wissen Sie, was Sie für einen Blutzucker hatten? Der war 520. Das kann aber gar nicht. Das kann nicht, ne? Nein, ich habe mir Insulin gespritzt. Okay. Erholen Sie sich erstmal. Wir müssen ihn jetzt ganz langsam senken. Ne? Wir haben Ihnen jetzt hier einen Insulinperfusor dran gemacht, der jetzt nach und nach ein bisschen Insulin in die Blutbahn pumpt, sodass wir den ganz langsam senken. Okay. So, jetzt komme ich einmal zu Ihnen raus. Das ging ja alles jetzt eben sehr schnell, ne? Also, Sie sind die Schwester von der Frau Binder, mein Name ne? Ist Lea. Lea Binder, okay. Und Sie sind der Robin, der mit offensichtlich irgendwie einem gebrochenen Bein. Ja. Okay. Also, sie hatte einen Blutzuckerwert von über 500. Und
Jetzt hat Robin erzählt, dass sie an Diabetes schon seit 10 Jahren leidet. Genau. Ne? Deswegen, das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Wir achten immer, wir kennen ja alle, dass, wir wissen alle, dass sie krank ist. Sie nimmt das immer mit reinem Gewissen und sie achtet da immer drauf, dass ihre Blutwerte normal sind. Ja. Sie spritzt sich selber? Ja. Komplett, ja? Ja, jeden Tag. Sie hat ja eine Tasche mit dabei gehabt. Hat sie das? Sie immer hat mit, ne? Ihre Sachen immer mit, auch ihr Diabetes. Ich hole einmal die Tasche raus, okay? Ja. Dann können wir mal gucken. Ich hole einmal die Tasche raus. Ja. Ne? Dürfen wir da einmal schauen nach ihren Medikamenten? So, ja, dann lasse ich sie. Schauen Sie mal. Vielleicht gucken Sie rein, ne? Mir ist das immer unangenehm, da ein bisschen rumzuwühlen. Aber Sie wissen ja, das ist für uns immer das A und O, dass die Medikamente. Hier, das ist Ihr Buch, da schreibt sie alle Ihre Werte rein. Ja. Ihre. Insulin. Okay, sie hat das ja echt gut im Griff, ne? Mhm. Ich verstehe einfach nicht, wie das passieren konnte. Ja, man muss sagen, dass der hohe Blutzuckerwert, ne, schon zu einer Bewusstseinseintrübung geführt hat, ne? Weil sie war eben nicht richtig ansprechbar, ne? Also, wie gesagt, sie war nie in Lebensgefahr, sie hatte immer einen Puls, hat immer gut geatmet, aber das ist schon komisch, ne? Mhm. Für mich ist es schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihnen und Ihrer Schwester glauben soll, ob sie wirklich heute gespritzt hat. Sie sagt das selber ja, auch. Auf jeden Fall. Aber das ist schon ein Notfall jetzt. Ne? Ein Blutzucker über 500 ist, kann ist auch noch, mal lebensgefährlich sein. Es ist noch sein, nie vorgekommen, wirklich. Sie achtet da immer so sehr darauf. Mhm. Und ich habe unten auf dem Parkplatz gewartet. Ich habe sie nur kurz hier hingefahren, weil sie Robin besuchen wollte, weil er diesen Unfall hatte. Mhm. Und sie war so lange weg. Und dann bin ich halt reingekommen, um zu schauen, wo sie ist. Und ach, weil sie sich Sorgen gemacht genau, haben. Genau, und schon. Auf einmal okay. Ist sie auf dieser Trage da. Ja. Das ist, ich hatte so einen Schock einfach. Ja, ja. Das kann ich gut verstehen. Auch ne? In der Schule spritzt sie immer regelmäßig. Ich sehe es ja jeden Tag, wenn ich da bin. Die spritzt immer Insulin. Paula mag ihn halt auch ein bisschen sehr. Echt? Ach so. Ja, aber in der Schule reden sie halt kaum, weil das sind immer solche Mädchen, die sie halt nicht leiden können. Und deswegen hält sich Paula da mal ein bisschen zurück. Und ja. Ja, das stimmt. Sie wird oft gedisst von Mitschülerinnen, obwohl sie eigentlich ein total hübsches Mädchen ist. Also Mobbing in der Schule ist und ist, ja, geht so, wer ist die Hübscheste und so ja. Weiter. Und das sind halt so eine Mädchenklicke, wie man das eben kennt. Weil es gibt auch eine Möglichkeit, und das wäre natürlich ja, sehr schade, wenn Diabetikerinnen sich kein Insulin oder nicht ausreichend Insulin spritzen, dann verlieren sie Gewicht. Das ist aber natürlich aus gesundheitlichen Gründen komplett schlecht. Ne? Das wird sie niemals tun. Nee. Nein. Also ich habe das mal im Hinterkopf. Ja, ich, jetzt ist sie erstmal auch ein bisschen abgeschossen und darf sich erstmal erholen. Mhm. Ne, wir werden das aber weiter natürlich dem auf den Grund gehen, weil wenn wir nicht die Ursache kennen, warum der Blutzucker so hoch war, dann kann das ja noch mal passieren. Es ist nicht klar, wie viele Patienten letztendlich an Diabulimie leiden. Die Dunkelziffer ist diesbezüglich sehr hoch, denn normalerweise fällt so eine Diabulimie erst auf, wenn leider schon Organschäden vorhanden sind. Und zwar nicht klar, ob die Patientin vielleicht auch eine dieser Patientin ist, die sich wirklich kein Insulin mehr spritzt, um ihr Äußeres zu verändern. Dann können wir alle drei einmal reingehen und ein bisschen mit ihr sprechen. Und dann würde ich sie aber auch bitten, nach Hause zu fahren und auf Station zurückzugehen, weil sie braucht auch Ruhe. Also mein Bein schmerzt noch ziemlich, ich glaube. Sie möchten besser, nicht? Sie jetzt nicht zu schön und nicht reinzugehen. Ne? Nee? Ja? Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher, mir geht's wirklich nicht so gut. Echt? Ich möchte eher lieber zurück auf mein Zimmer. Ja. Okay, dann hier ist der Aufzug, ne? Schaffen Sie das? Ja, ich probier's mal. Okay, kommen Sie mal hier rum. Ne, da steht ja die chirurgische Station, drücken Sie mal drauf. Ne? Okay. Können wir jetzt rein? Komisch, ne? Aber gut, wenn er nicht möchte. Dass der Klassenkamerad der Patientin erst mit uns auf die Intensivstation eilen wollte und dann doch zurückgerudert hat, hat mich erahnen lassen, in was für einer Stresssituation er steckte. Und dass er später genau für den Besuch für Paula seine Gesundheit noch aufs Spiel setzen würde, hat uns alle ja, in Atem gehalten. Eigentlich wurde Robin, dem Schüler mit dem gebrochenen Bein, nach seinem Fahrradsturz strikte Bettruhe verordnet. Dass er sich daran allerdings nicht hält, soll sich in der Nacht zeigen. Doch zunächst läuft auf der Intensivstation noch alles nach Plan für Dr. Charlotte Engel und Pfleger Tobias. Wir pieksen jetzt noch einmal. Ich steche jetzt noch mal. Ja. Nicht erschrecken, aber das kennen Sie ja, ne? Und wenn Sie, also wenn das weiter so stabil bleibt, dann können Sie morgen auf jeden Fall auf Normalstation. Okay, kann ich denn dann auch den Robin besuchen? Ich bin ja extra wegen ihm hierhin gekommen. Ja, das aufdrücken können Sie dann schon. Also wegen mir ja, ne? Ja, weil das ist mir schon wichtig. Wir kennen uns seit der Grundschule, wir gehen jetzt auch in dieselbe Klasse, aber ich habe so gar nicht mehr viel mit ihm
Kontakt. Sie hängt nur noch mit den schöneren, hübscheren Mädchen zusammen und... Sie sind aber ein ganz hübsches Mädchen. Das ist nett, danke, aber leider... Sie scheinen ihn auch ganz schön gern zu haben, oder? Ja, schon. Ja? Ja, man merkt's. Voll am Träumen. Der Zucker war 112. Der klingt schon mal auch gut, wunderbar. Ne? Wunderbar. Okay? Ja. Gut. Ja. Dann erstmal können Sie gleich gut schlafen. Ja? Sollen Sie sich auch richtig. Und wenn irgendwas ist, einfach klingeln, dann komme ich vorbei, ne? Okay. Ja, wir sind die ganze Nacht da. Okay. Alles klar. Ach ja. Wäre ja schön, wenn man mal hier kurz eine Pause hätte. Ich mach mal eben aber hier zu. Naja. Also machen wir den Perfuso. Hallo? Guten Abend, was machen Sie denn hier um die Uhrzeit? Ja. Weißt du, wer das ist? Der Robin. Was machen Sie denn hier? Ich muss unbedingt zu Paula, das ist alles meine Schuld. Wie ist Ihre Schuld? Wieso? Meine Schuld, weil ich nicht zu ihr gestanden habe in der Schule, als sie gemobbt wurde. Okay, also erstens hole ich jetzt mal im Rollstuhl, weil Sie haben ja extra keine Krücken, ne? Also ja, mir wurden keine gegeben, deshalb... Ja, warum? Weil Sie hier eine schwerwiegende mindestens Prellung haben, ne? Setzen Sie sich mal bitte Außerdem da rein. Außerdem ist das nicht so gut, wenn Sie das Bein so früh belasten. Gar nicht Warten gut, mal, ich ne? Mal hier hoch. Das wusste ich aber nicht, dass ich nicht laufen darf. Es sind ja auch gar keine Besuchszeiten mehr. Also warum sind Sie jetzt hier? Weil ich zu Paula muss. Ich habe sonst keine Ruhe, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Weil Sie mögen Paula auch? Genau, ich mag sie, ja, sehr. Also eigentlich mag Paula Sie und Sie mögen Paula, aber irgendwas... Ja, ich mag Sie und Sie mag mich. Aber ich habe nicht zu ihr gehalten, habe nichts dazu gesagt. Okay. Also, ich rufe die Schwester an, falls sie sie schon vermisst, auf der Chirurgie. Und dann fahren Sie bitte jetzt zurück und nie wieder mit so einem Ständer, sondern immer bitte mit einem Rollstuhl unterwegs sein. Das hat ja auch seinen Sinn. Mit seinem schlechten Gewissen muss der 18-Jährige noch bis zum nächsten Morgen leben. Wie wichtig es ihm ist, sich zu entschuldigen, wird sich am frühen Morgen zeigen. Ja, dann melde ich mich gleich nochmal. Danke, tschüss. Ab jetzt hat dann Dr. Fall Dienst, ne? Ja, der ist auch schon da. Ich habe ihn schon gesehen. Ja. Gut, mir ist aber trotzdem wichtig, dass wir gleich jetzt nochmal zusammen zur Patientin rübergehen. Hallo. Ja. Hallo. Hey, guten Morgen. Jetzt zur Paula. Ja, wir würden gerne einmal noch vorm Frühstück jetzt messen und ihr Insulin geben. Und ja, gut. Guten Morgen. Ja. Hallo. Bald ist auch meine Schicht aus, ne? Ja. Wir würden jetzt gerne einmal noch mal messen vorm Frühstück. Ja. Ja, wir haben ja schon den Perfusor und alles aus und fahren ja jetzt schon Ihr Schema. Misst du einmal? Ja, ich habe mich aber schon selber gespritzt und so. Wieso das schon, denn? Ja, ich habe schon alles gemacht. Ich habe meine Routine einfach fortgeführt. Aber, ja, aber wir haben Ihnen doch gesagt, dass wir das Also, das ist schlecht insofern, als dass wir hier die Kontrolle gerne über die ganzen Medikamente haben. Und gerade bei Ihnen ist uns ja wichtig, dass wir genau wirklich die Werte messen und die Einheiten geben, die wir aufschreiben als Ärzte, ja, weil Sie ja eben so entgleist aber sind. Genau. Ich Ach, hier sind Ihre Sachen. Ja, ich habe alles dokumentiert. Da können Sie gerne noch mal reinschauen. Okay, aber dann haben Sie ja eigentlich... Eine und? Gute Einheitenzahl. Ja, auf jeden Fall. Einmal messen, bitte. Ja. Gucken wir mal. Welchen Finger haben Sie denn eben? Ich nehme jetzt einfach mal hier seitlich. Ne? Im Krankenhaus immer die Medikation und alles von den Schwestern nehmen. Dann können wir einfach besser kontrollieren. Ja, ich wollte jetzt keine Umstände bereiten und meine Schwester hatte mir alles vorbeigebracht. Ja, ich habe die Sachen aus dem Auto geholt. Ach so, okay. Sie haben da immer noch eine, Vorräte. Ja, okay. Genau. Also, oh, der ist aber zu hoch. Der ist deutlich zu hoch. Haben Sie wirklich gespritzt? Ja, meine Schwester war dabei. Ich habe es gesehen, ich saß hier mit ihr. Also, ich setze mich noch mal einmal kurz zu Ihnen, weil ein Gedanke geht mir ja seit gestern nicht so richtig aus dem Kopf. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass bei Ihnen ein bisschen in der Schule es auch um Mobbing geht und Gewicht und um hübsch und Aussehen. Es gibt ja auch Leute, das nennt sich Diabulimie, die sich aufhören, das Insulin zu spritzen, weil sie dann einfach Gewicht verlieren. Nein, das würde ich nie machen. Also meine Schwester war dabei, ich habe die Ration wie immer gespritzt. Ich würde nie auf Kosten meiner Gesundheit irgendwie abnehmen wollen und da irgendwie mir weniger Insulin spritzen, auf keinen Fall. Also ich glaube Ihnen das auch. Also ich auch. Ihre Schwester hat gestern auch so toll gesagt, dass sie als ganze Familie darauf achten und dass sie sich dessen bewusst sind, was das für eine Erkrankung ist, ne? Und was die für Komplikationen haben kann. Mhm. Ich kann Ihnen das auch gerne mal zeigen. Ja, dann zeigen Sie alles, das doch mal. Vielleicht ist da irgendwas am Mechanismus falsch oder irgendwas. Können Sie sich gerne angucken, da sind meine Sachen drin. Das ist das BZ-Messgerät, ne? Also Haltbarkeit ist in Ordnung, aber das flockt ja total aus. Wo haben Sie das hergeholt? Aus dem Handschuhfach.
Ja, stimmt. Ich habe gestern voller Aufregung meine Insulinsachen zu Hause vergessen. Aber ich habe im Handschuhfach immer noch eine Notfallration, die sie jetzt auch geholt hatte. Ja. Wissen Sie, was ich glaube? Wo lagern Sie das denn normalerweise? Im Kühlschrank, ne? Genau. Und im Handschuhfach, gerade bei der Hitze jetzt, hat sich das so aufgehitzt, dass das nicht mehr wirksam ist. Mir gar nicht aufgefallen. Also das sieht ja total ausgeflockt aus. Ne? Sie wissen ja, ja normalerweise ist jetzt das auch. Klar. Ne? Ja, ich habe seit gestern Morgen, ich habe gestern total vergessen und dann habe ich mich seit gestern Morgen mit dem mit Insulin. Mit diesem Insulin? Ja. Ja, das würde dann auch den Zustand erklären. Wissen Sie, dann hat das Insulin natürlich nicht wirken können, weil Sie sehen ja, das hat überhaupt, ja. Ne, das ja. ist durch die Hitze zerstört worden. Sind alle drei so? Mhm. Und das erklärt natürlich, warum ihr Blutzucker immer und immer weiter gestiegen ist. Ne? Ja. Das konnte nicht wirken. Deswegen war der heute Morgen auch wieder ein bisschen erhöht. Ja, und der Gedanke war ja gut, dass sie sich eine Reserve ins Auto legen wollten, weil sie dran denken wollten. Ne? Aber sie haben dabei leider vergessen, dass die Lagerung total die falsche ist. Ne? Ja. So, ich hole jetzt mal den Robin einmal dazu, okay? Der wartet schon vor der Tür. So, und ich hole mal eben das Insulin, damit wir das mal eben nachholen. Ne? Genau. Ne, und dann kriegen Sie auch endlich Ihr Frühstück. Ja. So, bitteschön. Kommen Sie einmal dazu. Robin. Hi. Hi. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Dafür, dass ich nichts gesagt habe, wo die anderen Mädchen nicht beleidigt haben in der Schule. Ach, ist schon in Ordnung, kein Problem. Ich finde dich auch echt hübsch. Danke. Oh, wie süß. Möchtest du ihm nicht auch was geben? So? Ja, Ich wollte dir eigentlich das gestern vorbeibringen. Ich hatte dir eine Karte und noch Verliehen mitgebracht. Ja. Oh, oh Gott, ja, der ganze Monitor. Paula wird sich jetzt nach unserem Schema noch einen Tag hier versorgen lassen. Und dann werden wir sie nach Hause entlassen. Und natürlich wird sie aber weiter von ihrem Hausarzt betreut, sodass sowas hoffentlich nicht mehr vorkommt. Und ich glaube nicht, dass sie noch mal ihr Insulin im Handschuhfach lagern wird. Die 18-jährige Paula hat sich schnell von dem diabetischen Koma erholt und durfte die Klinik 5 Tage später verlassen. Mit Robins Unterstützung konnte sie gegen das Mobbing in ihrer Klasse vorgehen. Mittlerweile sind die beiden seit 6 Monaten ein glückliches Pärchen.